Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Oh Gott, die reden mir schon wieder dazwischen. Ich habe jetzt gerade offscreen ein paar Dinge gemacht. Hier ist zum Beispiel erstmal kurz ein kleiner Clip. Hier mal kurz zum Zwischenreingrätschen. Das ist wirklich sehr interessant, was die da tut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber okay. Gibt es was Besonderes? Ja, schon ein bisschen, ne? Well. Und was ich dann noch gemacht habe, außer dieses Wunder da zu sehen, ich habe auf jeden Fall 5 Schwerter geschmiedet. Das lohnt sich natürlich so gut wie gar nicht. Oh, die Klinge gibt tatsächlich... Ist ja lustig. Wieso hat er die nicht benutzt? Hat er nicht nur ein rostiges Schwert benutzt? Egal. Was ich noch gemacht habe, ist meine Attribute hier verändert. Stärke ist jetzt 125, Geschicklichkeit ist jetzt 60, Lebensenergie ist jetzt 575 und ich habe immer noch 50 Lernpunkte. Und was ich jetzt mal machen wollte, ist die ganzen Eisenerzbrocken und Obsidianstücke zu Rohling umwandeln und die dann ebenfalls schmieden und gucken, wie viel Kohle ich rauskriege, weil ich will jetzt einfach gucken, wie reich ich überhaupt werden kann. Und dann verkaufe ich alles und wir sehen uns am besten nach einem kurzen Cut. Aber ich schaue jetzt mal noch kurz, wie viel ich dafür jetzt nochmal kriege. Ich habe Eisenerz für dich. Gut, was willst du? Ich glaube, bei Eisenerz war es sinnvollstes Bastardschwert und Obsidian willst. War, glaube ich, der Rohling fürs Zweihandschwert, aber da muss ich jetzt erstmal nochmal gucken. Aber das mache ich jetzt offscreen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Händler bin. Bis gleich. So, der arme Nico muss jetzt dran glauben, der Fischverkäufer bekommt jetzt Schrott im Wert von, oh Gott, Schrott im Wert von 11.050 Gold. Ich hätte beinahe die Titanenschwinge mitverkauft. Ich behalte mal noch die Bögen und die Armbrust natürlich und die ganze Rüstung, die ich anhabe, die kann ich aber dann auch verkaufen, wenn ich demnächst eine bessere Rüstung habe. Ich verkaufe einiges an Amuletten, die ich doppelt habe. Es bringt ja nur einmal was. Und diese ganzen Trophäen und den ganzen Krusch. Also alles, was ich verkaufen kann und nicht mehr brauche, habe ich verkauft. Und ich habe zur Sicherheit 25 Obsidian übrig gelassen, weil ich nicht weiß, ob ich das noch brauche. Aber das würde mir weitere 2 Zweihänder geben. Und dann hätte ich nochmal 400 Gold mehr. Aber das lohnt sich nicht und das brauche ich nicht. Ich habe jetzt schon... Dann waren sie teurer als meine. Ich gebe dir noch 11.050 Gold. Ich habe jetzt 25 Riesen. Ich bin so fucking reich. Der will eigentlich nur Fische verkaufen. So, wir sollten jetzt aber schnell ins Bett, bevor es Tag wird. Und dann will ich nochmal ganz kurz zum Schmiedebereich. Das wollte ich aber jetzt nicht ohne euch machen. Denn ich habe da was entdeckt, was cool sein könnte. Also gehen wir erstmal kurz pennen. Dann gehen wir kurz zu dem... zur Schmiede. Und dann geht's weiter mit der Story. Dann geht's ab zu Eldrick. Und wir werden dann wahrscheinlich diese Rüstung neu schmieden dürfen. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. So wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, wir brauchen nicht noch ewig irgendwas machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt kurz vor Ende des Spiels. Mir fällt eigentlich auch nichts mehr ein, was noch fehlt. Gerade Quests habe ich nur noch die Eldrick-Schmieden-Quest. Ich habe alle Teleportsteine. Ich habe, glaube ich, alles durchsucht, was existiert. Mir fällt nichts ein, was noch fehlen könnte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz da rein. Und an die Goldschmiede. Denn hier habe ich 2 coole Amulette entdeckt. Und zwar das Amulett des Kriegers. Gibt maximale Lebensenergie, Schutz vor Hiebwaffen, Klingen, Stichwaffen und Stärke. Ist also so wie das, das ich jetzt trage, nur bringt es noch ein bisschen mehr Schutz und Leben. Deswegen werde ich davon auf jeden Fall mal einen schmieden. Aber es gibt noch ein zweites Amulett, das ich ebenfalls schnell schmieden werde. Auch wenn ich das dann vielleicht nicht anlege. Aber das ist ebenfalls praktisch. Also das hier gibt auf jeden Fall 8 Schutz auf alles. Jetzt sieht man es nicht mehr. Und das hier gibt halt noch mehr Schutz. 10. Plus Schutz vor Magie-Stuff. Magie, Eis und Feuer. Das werde ich ebenfalls mal schmieden. Ich weiß aber nicht, ob ich es überhaupt brauchen kann. Mir fällt eigentlich auch kein Gegner ein. Na gut, okay, doch. Also die Echsenpriester machen Feuerschaden. Und wahrscheinlich auch irgendwie Magieschaden. Und die Ghule machen Eisschaden. Aber das sind eigentlich die einzigen 2 Gegner, die mir so einfallen. Ich lege jetzt auf jeden Fall statt diesem Amulett Hiebwaffenklingen und Stärke 8. Lege ich das hier an, Hiebwaffenklingen, Stichwaffen und Stärke 8 und Leben 20. Und ich könnte auch das hier anlegen, aber ich denke, das hier ist besser, gerade auch als Krieger. Ich habe noch ein Leben dazu und ich brauche nicht unbedingt nochmal 2 Schutz auf alles. Und 5 Schutz auf Dinge, wo mir überhaupt keine Gegner einfallen. Wieso vibriert der jetzt? Jetzt sieht das Ganze hier so aus. Das sind meine Schutzwerte, das ist meine Stärke, das ist meine Lebensenergie. Fuck, jetzt habe ich nicht mehr volles Leben. Da esse ich halt kurz ein Fleisch und irgendwas, was 5 bringt. Vielleicht ein Apfel oder so.
Perfekt. So, jetzt habe ich volles Leben. Und jetzt gehen wir ab zu Eldrick. Ich habe zur Sicherheit hier nochmal gespeichert, bevor ich das ganze Obsidian abgegeben habe. Und dazu müssen wir an die Ostküste, wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut. Dann würde ich mal behaupten, das könnte sein, dass das hier die letzte Session des Spiels ist. Achso, ich wollte euch noch sagen, ich habe die ganzen Eisenrohlinge zu Bastardschwertern gemacht. Er sagt auch Bastardschwert und nicht Bastardschwert. Oder wie auch immer. Ach, egal. Und die ganzen Obsidian-Rohlinge sind Zweihänder, die geben ein bisschen mehr, wenn man es alles zusammenrechnet. Aber das Bastardschwert bringt tatsächlich am meisten für die Eisenrohlinge. So. Oh, noch ein Mana-Pilz, toll. Sonst noch irgendwas. Also die Heldenkronen habe ich alle bis auf eine verbraucht. Mit der einen Heldenkrone könnte ich noch Geschicklichkeit machen. Oder ich gebe einfach 20 Geschicklichkeitspunkte aus. 20 Landpunkte auf Geschicklichkeit aus. Und dann kann ich auch diesen Bogen nehmen, wenn ich ihn will. Aber es kann gut sein, dass die Armbrust mir jetzt lieber ist, weil ich schieße ja eigentlich nur einmal mit dem Ding. Wenn ich überhaupt noch Gegner habe, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was mir das jetzt alles bringt. Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Ab geht's. Ich nehme an, wir gehen dahin wieder. Ich nehme an, ich sollte speichern, sonst glitscht der vielleicht wieder kaputt. Gerade wenn ich im Weg stehe und er an mir nicht vorbeikommt. Das hatte ich schon mal. Jetzt kann ich das ganze Spiel beenden. So, da sind wir. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Gib mir die Rüstungsteile. Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Das war gerade ein Warcraft 3 Sound, oder? Es ist vollbracht. Das, was geteilt war, ist vereint. Hier ist die Rüstung. Toller Spruch. Okay. Es kann auch sein, wir sind in 0, nichts durch mit Viel dem Spiel. Glück. So, ich habe die Rüstung an. Ich kann auch den Helm anziehen und das Schild und diesen Hammer und wie gesagt den Helm. So, jetzt bin ich komplett. Ich müsste jetzt, was muss ich machen? Genau, ich muss meine Axtkenntnisse noch auf voll bringen. Wir haben es soweit ja im letzten Part angeguckt oder durchgehört, was der dazu sagt, während er mir das beibringt. Jetzt müssen wir zurück ins Banditenlager und dort lernen wir kurz Axt auf 10. Ich hoffe, das geht. Und dann können wir jetzt uns noch den Rest anhören. Wenn wir das Ding hier aufleveln. Auf in den Kampf. Scheiße. Alles klar bei dir? Der Typ kann mir nichts mehr beibringen. Ich brauche irgendeinen anderen Lehrer. Da gibt es noch diesen Oger. Vielleicht geht das bei dem. Vielleicht geht es auch sogar bei Fincher. Aber ich glaube, der kann nur der Schwertkampf. Auf in den Kampf. Du hast genau dieselbe Stimme. Und denselben Text. Oh. Fincher hat mir erlaubt, etwas vom Goldhaufen des Don zu nehmen. Fincher hat mit Karakos gesprochen. Du kannst was nehmen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Yes. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist langsam. Du musst schneller schlagen. Wie mache ich das? Sei wütend wie ein Oger. Da bist du schnell. Ja, das jetzt, ich hoffe, es hat einer von euch durchgelesen. Ich habe es nämlich gerade vergessen zu lesen. Oh Gott, schlägt der jetzt schnell zu. Es ist ja fast wie beim Schwert. Es ist ja genau wie beim Schwert. Schläge mit Waffen aus der Kategorie Axt sind schneller. Okay. Das nächste ist, du kannst eine Konterparade deines Gegners unterbrechen. Aber ja, die Schläge sind jetzt genauso schnell wie beim Schwert. Das ist sick. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Jetzt verrate ich dir Ogergeheimnis. Da bin ich aber gespannt. Menschen sind schlau und schnell. Sie wollen immer Waffe zur Seite schlagen. Und? Wenn der Feind das tut, haust du einfach gegen seine Waffe und dann auf seinen Kopf. Danke für den Tipp.
Und letzte Stufe. Du kannst beliebig viele Angriffsschläge miteinander kombinieren. Hatten wir schon. Sehe ich keinen Unterschied, aber mach mal. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist fast schon ein Ogre. Moment mal. Das ist gut. Du bist stark genug, um viele Schläge zu machen. Du meinst, Kombinationen zu schlagen? Ja, aber du musst alle Schläge verwenden, sonst kannst du nur weniger viele Schläge machen. Sehr gut. Ja, für die, die es mit bemerkt haben, ja, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich hätte müssen. Wenn ich den Hammer nämlich nicht angelegt hätte, dann würde ich nur für Stufe 1, 2, 3 bezahlen. Das kann ich theoretisch nochmal laden. Das mache ich auch. Weil mache ich jetzt, ja, dann gebe ich weniger Geld aus. Das macht jetzt eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Aber wir wollen ja sehen, wie viel Geld ich am Ende haben kann. Beziehungsweise, gut, es fehlen halt noch 400 Gold. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Ladebildschirm so lange braucht. Es fehlen ja noch 400 Gold durch die Obsidian-Zweihänder, die ich jetzt, glaube ich, noch kurz schmiede. Gleich. Und dazu muss ich nochmal in die Hafenstadt. Aber ich habe insgesamt knapp 26 Riesen. Beziehungsweise, wahrscheinlich werden es jetzt ein bisschen weniger. Ich lege das Ding jetzt ab. Ich brauche 3 Stufen hier. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Wir kennen das Gespräch schon, also schneide ich das kurz weg. So, jetzt habe ich viel weniger Gold gezahlt, als ich beim Ogre hätte. Und ich kann den Hammer wieder anlegen und habe dann automatisch jetzt Stufe 10. Alles klar bei dir? Ja. So, und jetzt hole ich mir noch die 20 Geschicklichkeitspunkte. Dann kann ich den Bogen anlegen, auch wenn ich das nicht unbedingt will. Aber ich mache das jetzt mit Lernpunkten, denn ich brauche die Schriftrollen überhaupt nicht. Ich habe sowieso alles verkauft, mit dem man Schriftrollen herstellen kann. Das lohnt sich gar nicht mehr. Ich bin sehr stolz auf dich und froh, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe. Dass die Hafenstadt wieder in unseren Händen ist, ist allein dein Verdienst. Habe ich mit dem noch nicht geredet? Oh. Dein Kumpel Broga ist tot. Wirklich? Tja, es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Mistkerl seine Rechnung bekommt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir besonders leid tut. Das Leben geht weiter. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? So, wir brauchen nämlich 5 Geschick. Ich will geschickter werden. Gut so. 10 Geschick. Ich will geschickter werden. Weiter so. 15 Geschick. Ich will geschickter werden. Gut. Und 20. Ich will geschickter werden. Gut so. Was ich auch tun könnte, wäre Bogen oder Armbrust verbessern. Das ist übrigens jetzt der Titanenbogen. Und das hier ist die Titanenarmbrust. Und dann schieße ich halt schneller, was ganz gut ist. Der Dunn hat das Lager verlassen. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Du bekommst nicht viel mit hier draußen, was? Die Hafenstadt gehört jetzt uns. Ach so. Und ich dachte, es wäre was Schlimmes. Alles klar. Na dann kann ich ja weiter so. Der Typ, Alter. Okay, nee, ich bin hier fertig. Ich gehe jetzt noch kurz zum Alchemietisch. Und mach mir einen maximalen Lebensenergietrank. Dann habe ich alle Heldenkronen verbraucht. Und besitze über 600 Leben. Holy shit. Das ist schon mal was. Dann werde ich kurz in die Hafenstadt gehen. Ein letztes Obsidian-Schwert schmieden. Ne, 2 sogar. Die verkaufen. Und dann bin ich ready. Für den wahrscheinlich letzten Kampf. Es gibt gar keine Quest mehr. Ich muss jetzt wissen, was ich tun muss. Was ich natürlich auch tue. Aber ich glaube, es passiert jetzt auch nicht mehr viel. Es wird entweder in diesem Part oder im nächsten Part enden. So, ich hätte gerne diesen Trank. Gute Arbeit. So, den saufen wir kurz rein. Und dann gehen wir zurück in die Hafenstadt. Ich glaube nämlich nur dort ging das mit Obsidian, ne? Ich glaube, der Schmied im Banditenlager kann einem keine Rohlinge geben. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich laufe jetzt mal so rum, damit man meine coole Rüstung sieht. So, gib mir mal noch 2x Obsidian. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Zweihandschwert. Hier. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Zweihandschwert. Hier. Sadele. Jetzt gehen wir nochmal kurz zur Schmiede.
machen das nochmal kurz. Ich lasse euch jetzt einfach dabei, damit ihr das nochmal seht. Das sieht nämlich eigentlich echt cool aus. Das Schwert ist einfach viel zu gigantisch. Aber der steht da jetzt an dem Ding. Na gut, der wird sich schon verpissen, sobald ich ihn dazu zwinge. Na, perfektes Timing. So. Jetzt sieht es noch nicht mal so groß aus. Jetzt plötzlich, wenn es so in der Kamera ist. Bam, viel zu riesig. Das sieht gut aus. So, dann machen wir dasselbe noch einmal. Und dann verkaufen wir das und dann wissen wir, wie viel Gold wir übrig haben. Und dann sind alle Stats, die wir jetzt haben und alles an Gold, was wir jetzt haben, wahrscheinlich endgültig. Wenn nicht noch irgendwas Großes passiert. Du bist schon wieder an meinem Schleifstein. Geht's was? Geht, was geht's? Junge! Steck das Ding weg! Geht doch! Junge, geh da weg! Verdammt! Dann warten wir hier kurz. Ich schneide kurz. So, er hat's geschafft. Muss ich echt warten, bis der Penner da endlich fertig ist. Okay. Kurz das Zeug verkaufen und dann müssen wir dem Inquisitor hinterher, bevor der hier zu viel Scheiße baut. Ich lass mir richtig Zeit, ne? Zeig mal, was du hast. So. Hier bitte, den Rest behalte ich einfach mal. Außer den Hornbogen, den brauche ich nicht mehr. Den Helm, den Schild. Obwohl, die beiden Sachen behalte ich auch mal noch. Falls die Rüstung kaputt geht oder so, keine Ahnung. Nee, eigentlich könnte ich es verkaufen. Es gibt mir dann nochmal einiges. Okay, also ohne das kriege ich nicht so viel. Jetzt nimm halt den Scheiß. Eigentlich könnte ich ihm alles Mögliche verkaufen. Ich könnte mich so fucking reich machen. Ich speichere hier mal, weil dann kann ich das vielleicht noch für ein Achievement... Hallo? Für ein Achievement nutzen. Hallo! Lass mich doch schreiben. Ja, genau. So. Und jetzt ab in die Vulkanfestung. Genug Blödsinn gemacht. Und folgen dem Inquisitor in seine Halle. Ich weiß nicht, ob ich noch mit irgendeinem reden kann oder sollte. Vielleicht sollte ich ganz kurz bei den Magiern vorbeischauen, die da hinten chillen. Vielleicht haben die irgendwas zu sagen wegen der Rüstung. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Don noch hätte reden können. Vielleicht sollte ich das noch überprüfen. Ich glaube, das tue ich kurz. Don Esteban weiß, was hier oben gerade passiert. Und? Was hat er gesagt? Er kann uns nicht helfen. Ja, das sieht ihm ähnlich. Wie auch immer. Das heißt dann wohl, dass wir auf uns allein gestellt sind. Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Dann kennt er also seine Aufgabe und weiß jetzt, was zu tun ist. Sehr gut. Okay. Lass gut sein. Niemand sagt was zu meiner coolen Rüstung. Der verkauft deinen Spruch rein. Jetzt nicht. Der Illumar. Wenn ich tatsächlich doch noch welche bräuchte. Hat der auch die Spruchrollen für diese roten Barrieren? Ich brauche Spruchrollen. Nee. Ich habe schon geguckt. Okay, ja, dann gibt's wohl nur drei Stellen, wo man da hin kann. Ich geh jetzt nochmal ganz kurz zurück. Ich will mit dem Don reden. Ich weiß nicht, ob er was zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch was bringt. Aber wir wollen ja irgendwie alles mitnehmen aus diesem Projekt. Warum auch immer ein Hammer das Geräusch macht. Don, ich habe eine coole... Wo ist eigentlich Patty, by the way? Ich sollte vielleicht noch kurz gucken, wo die ist. Und wie zum Teufel sehe ich jetzt eigentlich, wo die Teleportsteine hin teleportieren? Weil das finde ich nie wieder in dieser Liste. Ist ja kacke. Na gut. Don, der ist hier. Bis später. Boah, gar nichts sagt er mir. Okay, ich will hier hin. Mal gucken, ob Patty da ist. Welcher Tempel ist denn das? Ist irgendein westlicher? Nee. Könnte die westliche Ruine sein.
Könnte auch der Nordtempel sein. Ich gehe kurz zum Banditenlager. Ich habe keine Ahnung. Bevor ich mir eine halbe Stunde hin und her teleportiere, laufe ich da einfach kurz hoch zu der. Ich weiß nicht, ob die da ist, aber ich bin irritiert, wo die ist, weil in der Kneipe war sie jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie noch was zu sagen hat. Aber wenn ja, dann sollte ich das auf jeden Fall mitkriegen. Ich hoffe, ich habe auch mit allen Banditen gesprochen, was den Don angeht. Ich weiß nicht, ob die noch was zu sagen haben oder ob es irgendwas bringt. Ich habe null Ahnung, wo Patty sein könnte. Ich gehe mal kurz Richtung Friedhof. Oder vielleicht läuft sie auch schon seit Tagen einfach zurück zur Hafenstadt. Hier ist schon mal nix. Das ist ja creepy. Ich dachte, dass sie vielleicht hier steht, auf dem Weg, wo ich sie entdeckt hatte, aber auch da ist... Da ist sie, okay. Okay. Ich glaube, sie läuft tatsächlich seit Tagen zurück zur Hafenstadt, wenn ich das so angucke. Nee, sie bleibt hier stehen, okay. Jetzt geh doch endlich und bring diesen verfluchten Vulkan zum Schweigen. Dein Ernst, das ist alles, was du zu sagen hast. Du bist nicht mal beeindruckt von meiner Rüstung. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zumindest mal bis zum Tor. Aber da ich nicht weiß, wie lange dieses Battle jetzt gehen wird, wenn es überhaupt eins ist, ich bin in die falsche Richtung geportet worden, werde ich an der Stelle, wo das Tor ist, dann auch den Part beenden. Das war jetzt eigentlich nur ein letzter Vorbereitungspart. Hat länger gedauert, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Aber ja, wir wollen jetzt hier nicht den Part komplett in die Länge ziehen, weil noch irgendwas passiert oder weil es jetzt noch ewig geht. Vielleicht gibt es auch noch ein Outro dann. Nicht, dass es hier so ein 1-Stunden-Part noch wird, wenn es schlecht läuft. Okay. Da kamen gerade Staubwolken raus. Aus dem Ding. So, ich würde behaupten, wir machen jetzt gleich den Cut, bevor ich mit dem Geist rede. Denn der wird da bestimmt auch noch was zu sagen haben. Der müsste ganz da vorne chillen. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal führen wir das Gespräch und den Endkampf würde ich annehmen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Da stimmt was nicht. Was ist da los? Warum steht der Inquisitor draußen? Okay, das ist ein riesen Cliffhanger. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.